Einen freundlichen Gruß von der Orgelbank der Andreaskirche Lübbecke. Mein Name ist Heinz-Hermann Grube. Die letzten beiden Sonntage haben uns zum Jubeln und zum Singen aufgefordert. Am Sonntag, 17. Mai, heißt es: Betet, Rogate. Mit diesem Sonntag begann in früheren Zeiten eine Gebetswoche. Einkehr nach einer Zeit österlichen Feierns und Jubelns. In diesen Tagen wünschen wir es uns genau umgekehrt. Das Leben soll bitte wieder auffrischen, vielleicht sogar frühlingshaft explodieren. Not lehrt beten, heißt es. Vielleicht hat der eine oder andere in der Krise wirklich wieder die Hände gefaltet und um Beistand und um Zeichen der Hoffnung gebetet. Not lehrt beten. Kann das Beten zu den Dingen gehören, die wir in der Not gelernt haben, die wir aber auch in guten Zeiten beibehalten, weil das Gebet uns zu allen Zeiten tragen und unseren Lebensrhythmus bestimmen will? Ich spiele nun eine Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach über das Lied des Sonntags, Rogate, Vater unser im Himmelreich. Text und Melodie stammen von Martin Luther. Luther formt die bekanntesten Worte der Bibel zu einem Lied. Er interpretiert das Gebet, das alle kennen, Vater unser im Himmel. Die Musik ist von einer andächtigen Ruhe geprägt. Sie ist ruhig und zugleich eindringlich. Die Choralbearbeitung stammt aus dem sogenannten Orgelbüchlein. Das Orgelbüchlein, aus dem dieses kleine Choralvorspiel stammt, heißt Büchlein, weil es in einem ziemlich kleinen Format gedruckt worden ist. Aber es ist auch ein musikalisches Kleinod. Sie haben es schon gehört, die Musik ist äußerst konzentriert. Eine musikalische Sprache ähnlich einem Gedicht. In ziemlicher Untertreibung hat Johann Sebastian Bach in der Widmung für das Orgelbüchlein geschrieben, es sei eine Anleitung für einen anfahrenden Organisten, also einen Orgelschüler gedacht, der darin das Pedalspiel studieren und auch erlernen könne, wie man solch ein Choralvorspiel macht. Aber das kleine Choralvorspiel ist gerade in seiner verdichteten musikalischen Sprache hohe Kunst. Und es ist für Bach selbstverständlich, dass es hier um geistliche Musik geht. Also fasst er zusammen
dem höchsten Gott allein zu ehren, dem Nächsten draus sich zu belehren. Und lernen wir etwas über das Beten von Bach? Vielleicht haben Sie es noch im Ohr, neben der Melodie, die in langsamen Notenwerten in der obersten Stimme, also im Sopran, erklingt, wird das kleine Choralvorspiel von einem winzigen musikalischen Motiv bestimmt. Dieses kleine Motiv durchzieht das ganze Stück in unterschiedlichen Stimmen, manchmal auch in seiner Richtung umgekehrt. Manchmal in zwei Stimmen parallel. Zu Bachs Zeit hatten diese musikalischen Motive eine ganz bestimmte Bedeutung. Nicht immer ist die Bedeutung für uns ganz eindeutig zu erkennen. Und manchmal ist die Bedeutung nur zu erkennen, wenn man die Noten sieht. Augenmusik wird das genannt. Und hier ist es vielleicht so. Die Noten sehen so aus. Verbindet man die erste und die letzte Note miteinander und die beiden mittleren, dann entsteht ein Kreuz. Das Kreuz steht für Jesus Christus. Jesus hat uns dieses Gebet gelehrt. In seinem Namen beten wir. Von ihm wird unser Beten getragen. Und das Gebet will auch unser Leben tragen, will uns durchs Leben tragen. Luthers Liedtext über das Vaterunser stellt uns diesen Zusammenhang zwischen Beten und einem gelingenden Leben vor Augen und ans Herz. Dein Wille geschehe, Herr Gott, zugleich auf Erden wie im Himmelreich. Gib uns Geduld in Leidenszeit, gehorsam sein in Lieb und Leid. All unsere Schuld vergib uns, Herr, dass sie uns nicht betrübe mehr. Zu dienen, mach uns allbereit in rechter Lieb und Einigkeit. Von allem Übel uns erlös, es sind die Zeit und Tage bös. Also ein Leben vom Gebet geprägt. Dazu lädt uns das Lied ein, aber auch die Musik. Ich höre diese kleinen musikalischen Motive auch wie sich aneinanderreihende kurze Gebetsrufe. Erhöre mich, erbarme dich, ich bitte dich, oder sei du bei mir. Ein Leben getragen vom beständigen Beten.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche. Gott befohlen.